Na, Bruno? In Rostock fand wieder 4 Tage lang das Fischfestival statt. Aber Moment, hier geht es natürlich nicht um Fische. Das Filmfestival am Stadthafen ist nämlich seit 2004 das Frühlingsevent der jungen deutschen Filmszene. Mit 380 Einreichungen aus ganz Deutschland sind den Veranstaltern dieses Jahr einige Filme ins Netz gegangen. 36 davon wurden von einer Jury ausgewählt und beim Festival vorgestellt. Rostock wurde zur Pilgerstätte für junge Filmemacher und Liebhaber. Aber wie kommt man eigentlich dazu, hier mitzumachen? Paul Ratz ist Student in Rostock und produziert nebenbei selbst Filme. Ich habe dieses Jahr auch einen Film im Rahmen der Rostocker Schule beigesteuert. Die Rostocker Schule ist halt ein kleines Kollektiv aus Rostocker Filmemachern. Und die machen jedes Jahr zusammen mit dem letzten Jahrgang der HMT, der Schauspielstudenten, einen Filmkurs. Und da entstehen jedes Jahr wunderbare Kurzfilme. Aber nicht nur Filme werden bei dem Festival vorgestellt. Bei dem sogenannten Medienkompetenzpreis werden unterschiedlichste Medienprojekte aus ganz MV eingereicht. Das kann zum Beispiel auch ein Comic oder ein Zeitungsformat sein. Die Gewinnerin des MEKO-Preises in der Kategorie Schulische Projekte war dieses Jahr Barbro Wilke. Sie hat seit 3 Jahren an einem Audioprojekt gearbeitet und das hat sich ausgezahlt. Ich habe 3 Jahre zu einem Schicksal geforscht, und zwar zu Harry Schlohmann, einem jüdischen Jungen, der in Auschwitz ums Leben gekommen ist, und habe das Ganze medial verarbeitet und wollte ihm gerne eine Geschichte geben, weil unsere Schule einen Stolperstein für ihn gespendet hat. Barbro ist gerade mal 19 Jahre alt. Wie kommt man denn eigentlich dazu, sich so dafür zu engagieren? Am Anfang war es ein Schulprojekt, also unsere Schule hat den Stolperstein gespendet, und ich wollte ganz gerne mehr über den Jungen herausfinden, dass er nicht anonym bleibt und dass, wenn man stolpert, dass man dann eine Geschichte hat und ein persönliches Schicksal, über das man nachdenken kann. Und das hat mich immer mehr und mehr gefesselt, und genau, ich bin dann am Ball geblieben, und am Ende kam irgendwie ein viel größeres Projekt raus als am Anfang gedacht. Und genau darum geht es auch. Junge Menschen, die eine Geschichte erzählen wollen und damit zum Nachdenken und Diskutieren anregen. Vielleicht habt ihr ja auch Bock drauf, euch an Land ziehen zu lassen und beim nächsten Fischfestival 2018 euren Beitrag einzureichen.